So, immer wieder lese ich auf Instagram oder bei Facebook Premium-Dienstleistungen, Premium-Anbieter, Ihr Partner im Premium-Bereich, bla 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 bla. Wenn ich mir dann mal die Unternehmen irgendwie genauer anschaue und sehe zum Beispiel, mit welchem Equipment oder mit welchen Werkzeugen oder welche Art von Arbeit die an die Dienstleistungen rangehen, dann finde ich es auf der einen Seite irgendwo traurig. Und auch irgendwo schade für die Kunden oder für die Interessenten. Weil ich finde, wenn du als Interessent oder Kunde für Premium bezahlst und auch Premium behandelt wirst, sollst du auch Premium bekommen. Darum geht es heute in diesem Video ganz speziell jetzt für Videografen, gerade vielleicht was Equipment betrifft. Weil du kannst einfach als Videograf oder Filmemacher kein Premium anbieten oder dich überall als Premium präsentieren wenn du auch nicht Premium gibst. Im Sinne, wenn du eine hochwertige Kamera hast, ein hochwertiges Stativ, hochwertige Mikrofone, gutes Filmlicht und vielleicht auch für Werbung einfach Geld ausgibst oder auch mal für Werbung mehr Geld bezahlst, um an Premium-Kunden zu kommen. Weil es ist ja nicht so, wenn du mit einem irgendwie USB-Stick mit deinem Logo drauf ähm, den zu einer Firma schickst, dass du direkte Aufträge für mehrere tausend Euro bekommst. Und leider Sehe ich das immer wieder, dass das der Fall ist. Und Kunden am Ende vom Tag einfach nicht zufrieden sind und der Filmemacher oder der Videograf dann weg ist oder sich ihm gerechtfertigt und gut ist. Was aber nicht passieren würde, wenn du von Anfang an einfach während der Dienstleistung auch Premium ausschaust. Es kann ja nicht sein, dass du zum Beispiel erste Klasse fliegst und alles dreckig ist, das Essen scheiße schmeckt und der Sitz sich nicht verstellen lässt, aber du halt erste Klasse geflogen bist. Ja, fangen wir einfach mal an oder ich erzähle mal am besten von uns, da wir jedes Jahr eins bis zwei oder dreimal größere Investitionen tätigen, neben der Werbung und warum wir das machen und warum das aus meiner Sicht auch Sinn macht. Zum einen, wir haben jetzt vor ein paar Wochen eine neue Kamera gekauft für 5K, also nicht die Auflösung, es war der Preis. Und warum haben wir das gemacht? Wir haben ja Kameras, wir haben zwei Kameras, drei Kameras. Und nach außen sieht es auch immer alles gut aus und der Kunde ist auch immer zufrieden. Aber ich habe mir halt so gedacht, warum nicht einfach mal die Qualität steigern, um noch mehr Premium auszusehen, um besser auszusehen und um vielleicht andere Sachen umsetzen zu können für Leute, die normalerweise uns nicht ansprechen oder auch umgedreht. Gerade was jetzt zur Qualität betrifft oder irgendwelche speziellen Einstellungen. Wir haben jetzt zum Beispiel in ein paar Wochen eine ganz spezielle Produktion wo wir einfach eine extrem super Slow-More brauchen. Und das geht halt mit der neuen Kamera und mit der alten halt auch, aber jetzt nicht so gut. Und ja, da ist man halt natürlich mehr motiviert, so eine Sache zu investieren oder sowas beizuschaffen, anzuschaffen, um die nächsten Jahre davon einfach zu profitieren. Ist ja nicht so, dass die Kamera jetzt gekauft wird und dann äh, die nichts bringt oder gar nichts einbringt. Genau. Genauso ist es aber auch mit unserem Speichermedium zum Beispiel. Da haben wir Ende letztes Jahr so ein großes RAID-System gekauft, richtig mit äh, Spiegelungsspeicherung und äh, einfach eine gescheite Datensicherung. Vorher hatten wir irgendwie 10 bis, oder ich glaube 14 Festplatten, SSDs normale und es war ein totales Chaos. Und äh, deswegen dachte ich mir, ey, wir machen es jetzt einmal richtig, kaufen mal so ein System und ähm, klar, das war teuer. Keine Ahnung, was das gekostet hat, aber ich glaube fast 10k. 8 oder 9K. Und ähm, ja, aber man hat halt einfach die nächsten Jahre ausgesorgt, was das betrifft. Keine Probleme, ordentliche Datensicherung, wenn mal was passiert, ist man da abgesichert und und und. Natürlich gehen da die Meinungen so ein bisschen wieder auseinander, weil da gibt es verschiedene Systeme, wie auch immer, darum soll es nicht gehen. Es geht ja eher darum, dass wir das gemacht haben und damit wieder bewiesen haben, die Sache nehmen wir ernst, die haben da mega Bock drauf und die wollen einfach noch mehr am Markt wachsen. Und aus dem Grund muss man einfach qualitativ sich verbessern. Unter anderem haben wir uns auch ein Stativ uns jetzt beigeschafft. das ist jetzt nichts Wildes. Wir hatten jetzt die Stative oder das eine Stativ, was wir immer genutzt haben, seit Tag 1, irgendwie seit 15 Jahren oder so. Und es war auch nur so ein ganz normales Basic-Stativ, aber wir dachten halt hier, um Zeit zu sparen, um einfach ein bisschen schöner arbeiten zu können und dass es von außen auch hochwertiger aussieht, haben wir halt ein Stativ im vierstelligen Bereich gekauft, einfach weil man damit schönere Sachen machen kann. und weil man halt Premium ist. Du bist ja jetzt auch kein, kein, äh, kein Autofahrer oder sage ich mal ein Taxifahrer, der jetzt hier irgendwie mit, mit dem BMX die Leute rumfährt. So. Du hast ja dann ein richtiges Taxi, ein richtiges Auto, was wahrscheinlich auch neu ist und ein gutes Auto ist, weil du einfach die Sache ernst nimmst, professioneller Taxifahrer bist und einfach die Leute von A nach B fährst. Klar geht es auch mit jedem Auto, aber du willst ja nach außen seriös rüberkommen. Ja, neben dem ganzen Equipment investieren wir auch monatlich fast die gleichen beträge in werbung einfach um kunden zu bekommen, die auch bereit sind mehrere oder größere summen für projekte zu investieren und da fängt es auch schon wieder an oft gibt es Kandidaten die sparen einfach an der werbung und ist halt einfach die falsche ecke wo man sparen sollte weil gerade durch viel werbung und durch richtig gezielte werbung bekommst du auch große Kunden die frage ist jetzt mal, Würdest du lieber 10 Euro für einen Kunde investieren, der dir eine kleinere Summe bringt? Oder würdest du lieber 300 Euro investieren, um einen Kunde zu bekommen, der dir einen Riesenbetrag überweist und wahrscheinlich auch alle zwei, drei Monate kommt oder vielleicht jeden Monat? Ist halt so eine, so eine Kopfsache, was du erstmal verstehen musst, wenn du sowas in dem Bereich machst mit Werbung und Investitionen und wenn du so ein bisschen darauf achtest, wie du nach außen einfach auftrittst. Also, vielleicht hast du bei uns bei Instagram schon mal gesehen, wir arbeiten noch öfter mit Red-Kameras. Ist ja nicht so, dass die einfach vom Himmel fallen oder irgendwie auf den Boden wachsen. Jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, weiß auf jeden Fall, dass mit der Kameras Kinofilme gedreht werden oder auch Netflix-Serien. Und das ist halt immer so, ein, auch so, ein, so eine große Außenwirkung. Also, wenn Neukunden oder Interessenten auf die Seite kommen von uns und sich melden, sind die meistens halt sehr beeindruckt von den Sachen, was wir haben und was wir umgesetzt haben. Und dazu, wie noch halt das Endprodukt aussieht. Ja. Größeres Problem ist jetzt, wenn du hier gerade zuschaust als Videograf und noch so ein bisschen am Anfang bist und vielleicht auch Werbung schaltest, aber keine Ahnung, wie da, was du da richtig machst, keine Ahnung, wie du da richtig Interessenten bekommst und diese Interessenten auch in potenzielle Kunden umwandelst, dann ist ein größeres Problem eher, was machst du nächsten Monat? Von was lebst du nächsten Monat? Weißt du, ob nächsten Monat dein Umsatz konstant ist, ob überhaupt Aufträge reinkommen? Und wie du premium aussiehst oder wie du Premium-Konten an Land ziehen kannst, das ist ein viel größeres Problem. Und wenn du das jetzt selber bei dir erkannt hast, dieses Problem, dann schreib mir doch mal unter www.frame-media.de eine Nachricht oder auch gerne bei Instagram direkt, du bekommst immer eine Antwort, ist mir wichtig. Und dann können wir einfach mal schauen und mal telefonieren, ob wir dir weiterhelfen können, gerade in dem Bereich. Weil wenn du jetzt am Anfang bist und ich dir alles selber beibringst, glaub mir, es wird zwei bis drei Jahre dauern, bis du auf dem Stand bist um ansatzweise irgendwie Kunden zu bekommen und regelmäßig irgendwie Aufträge zu generieren. In dem Sinne, melde dich, würde mich freuen und vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Mach's gut.